Hallo, schön, dass du wieder auf meinem Kanal bist. Ich möchte heute gerne mal etwas probieren, und zwar Butter herzustellen im Glas. Ob das funktioniert? Also bei einer Freundin von mir hat es nicht funktioniert. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es bei mir funktioniert. Ja, lasst euch einfach überraschen. Oder ob es lange dauert. Und zwar habe ich hier ein Glas, alles schön sauber ausgespült, getrocknet und zwei Becher Schlagsahne. Sollte mir das, dies gut gekühlt, sollte es mir gelingen, möchte ich gerne noch eine Knoblauchbutter machen aus einem extra Becher. So, lass mich selber überraschen. Jetzt fülle ich die Sahne ins Glas, so nicht, aber normal, und dann wird die schüttelt. Also, so viel ich weiß, sollte die Sahne einen hohen Fettgehalt haben. Die hat jetzt hier 30%. Ja, es gibt natürlich auch noch Sahne mit 32,5%, habe ich gesehen. Schauen wir mal. Falls es nicht funktioniert, habe ich wenigstens Sahne. Deckel zu. Anfangen zu schütteln. Man soll hierbei sehr viel Geduld haben. Ich sage euch dann Bescheid, wie lange ich gebraucht habe. Bis dann. Vielleicht hätte ich erst mal einen Becher probieren sollen, aber egal. Also einmal muss ich sagen, das ist eine sehr schweißtreibende Angelegenheit. Aber man sieht, da passiert schon was. Also weitermachen. Uiuiui. So wie es sich aussieht, brennt sich jetzt die Molke und das Fett. Das sieht ja schon mal sehr gut aus, was da drin so rumkreucht und fleucht. Und das sieht aus wie Butterflocken. Ich will jetzt mal nicht aufmachen. Das sieht sehr gut aus. Das Ganze gieße ich jetzt in einem Sieb, und also wer möchte, kann die Molke trinken. Und ja, schauen wir mal, wie viel Butter da rauskommt. Lecker. Lecker, lecker. So, jetzt lasse ich die ein bisschen abkühlen. Also ein bisschen abtropfen, nicht abkühlen. Ein bisschen ausfringen noch die Molke. Also ich finde, die sieht gut aus. Die stelle ich jetzt im Kühlschrank, ein bisschen kühlen. Schmeckt auch sehr gut. Ich habe mir das mal ausprobiert, weil wenn ich mit dem Bulli mal unterwegs bin, beste Alternative, um Butter zu machen. Also ich sag mal so ungefähr 5 bis 7 Minuten habe ich geschüttelt.
Jetzt versuche ich noch die Knoblauchbutter zu bereiten. Hierzu habe ich meine Sahne. Knoblauch habe ich mit ein bisschen Salz reingematscht. Mein Glas. Und Zeit. So, ich habe jetzt noch ein bisschen geräuchertes Paprika mit reingemacht. Ja, um dem Ganzen noch eine feinere Note zu verpassen. So, ihr Lieben, mein Fazit, also mir hat es Spaß gemacht, ich werde das auf alle Fälle wieder machen. Das ist meine Kräuterbutter aus 200 ml Sahne, das ist meine Butter aus 400 ml Sahne und ein leckeres Glas Molke. Kann man natürlich selber trinken, werde ich auch machen. Vielen Dank fürs Zuschauen, wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like, ein Kommentar oder ein Abo da. Bis dann, tschüssi!